Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic Wings Special, heute am 19.09. um 2.27 Uhr am Morgen, weshalb ich dementsprechend auch etwas leiser reden werde. Zumindest werde ich's. Ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwie so Respekt vor der Uhrzeit und deswegen habe ich auch passenderweise den Sound 1% runtergedreht. Ihr wisst ja, 1% ist in diesem Spiel ziemlich viel. Ja, Hart 6, ja, passt so. In der letzten Folge haben wir wieder mal verloren. Es war eine der schlechtesten Runden tatsächlich, ne? Mit Shaika und Poshika. Hatte wieder mal sehr gut angefangen, aber irgendwas war da. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, was es war, aber es ging irgendwann mächtig den Bach runter. Das heißt dementsprechend, dass es jetzt 6 zu 0 für das Spiel steht und wir machen weiter mit Cow for the Viking. Die Viking Power ist uns hoffentlich hold. Vielleicht können die Wikinger uns den ersten Sieg bringen. Er ist spontan. Jetzt dachte ich gerade, ich bin gestorben, aber da ist nur das Haus kaputt gegangen. Ich finde spontan, dass er sehr, sehr schnell ist. Ob sein Special dann dementsprechend scheiße ist, müssen wir mal schauen. Und ja, ihr habt's gehört. Ich habe jetzt circa 1,5 Tage lang nicht aufgenommen, weil ich ein paar Sachen zu tun hatte. Das werde ich euch dann in der nächsten Folge erzählen. Denn für diese Folge habe ich mir tatsächlich etwas Wichtigeres ausgesucht als Thematik. Hier auf diesem Kanal ist es nämlich seit einigen Let's Plays mittlerweile Tradition geworden, dass ich circa ab der Mitte des Let's Plays, das kann ich natürlich nicht immer hundertprozentig wissen, weil ich das meiste blind spiele, aber hier lässt sich das ja mehr oder... Okay, Moment, bevor wir hier großartig reden, müssen wir natürlich erstmal den mächtigen ersten Boss schaffen. Ich finde, dass die Schüsse wieder mal sehr mächtig sind und ich finde, er hat so ein paar Sachen in sich vereint, ne? Er kann so ein bisschen seitlich schießen, hat aber auch die Macht in der Mitte und guck mal, diese, ich finde, das ist so eine fast schon so eine erweiterte Form eines Fliegers. Wir hatten ja mal so jemanden, der auch immer nach oben gesprungen ist, aber hui, das war knapp. Ich wollte unbedingt die Power-Ups haben. Das Power-Up. Bei dem... nee, es waren schon zwei. Es war eine für meine normalen Waffen und eine Special, ne? Aber ja, der Unterschied zwischen diesem Special und dem anderen ist, dass er meiner Meinung nach etwas schneller agiert. Vielleicht habe ich auch nur gerade was mit den Augen. Bin ja auch schon eine Weile wach, tatsächlich seit, weiß gar nicht, 15 Uhr oder so. Uiuiui. Naja, ja, hier kann man es ja, wie gesagt, absehen, wann es... Ich habe jetzt mehrfach auf mein Special gedrückt, aber ich hatte ja gar keins. Ja, man weiß ja hier, wann es ungefähr zu Ende ist. Dementsprechend kommt jetzt hier mein Standard-Gulasch. Ihr habt ja am Anfang gehört, dass ich gesagt habe, dass ich der produktivste Let's Player Deutschlands bin und das ist ja auch so korrekt, ne? Da gibt es jetzt nichts dran zu rütteln oder so und genau dementsprechend würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dranbleiben würdet, da ja, wie gesagt, jede Woche Montag ein vollständiges Let's Play hochgeladen wird. Das hier beispielsweise, das habe ich ja innerhalb von einer knappen Woche jetzt für euch hingezaubert und ich habe schon wieder Kreis gedrückt, ich dachte, ich hätte ein Special, aber mit dem Ausweichen klappt es sehr gut, ne, weil er wirklich sehr, sehr wendig ist. Okay, ich schau, Power-Up, nee, kein Special. Also wenn ich jetzt einen Boss ohne, beziehungsweise eine komplette Stage ohne Special schaffe, das wäre schon ein Ding, aber jetzt bin ich tot, jetzt kann ich die Scheiße auch rausfeuern, weil man ja oft, wenn man stirbt, zwei davon kriegt. Ja, bleibt auf jeden Fall am Ball und zieht es natürlich in Erwägung, ein Kommentarchen oder so zu schreiben. Es gibt ja viele Leute, die nicht so die Kommentarleute sind. Ich gehöre ehrlich gesagt auch dazu. Ich mache das dann meist so, dass ich am Ende eines Let's Plays dann einen etwas längeren Kommentar schreibe, wo ich dann nochmal zusammenfassend halt sage, was mir so gefallen hat, was mir nicht gefallen hat und so. Das gefällt wiederum vielen auch nicht, weil sie dann irgendwie damit überfordert sind und in der Vergangenheit hat man mir dann oft auch irgendwelche Krankheiten oder so unterstellt, weil das ist mittlerweile so, dass wenn du im Kommentarbereich, egal wo, mehr als zwei Wörter schreibst, rasten die Leute komplett aus, aber falls ihr
ähnliche Erfahrungen gemacht habt und ihr deswegen Angst habt. Bei mir dürft ihr das gerne machen. Ne? Schreibt mir ruhig gerne immer wieder Romane runter. Ich lese das gerne, weil ich ja sowieso kaum Sachen kriege. Von daher passt das, würde ich mal sagen. Und zieht es vielleicht auch in Erwägung, meinen Telegram-Channel zu abonnieren, denn dort erhaltet ihr vor... Ups, ich hab schon wieder... Ich drücke aus Panik immer Kreis und dann merke ich so, oh mein Gott, ich habe gar keinen Special. Und ich hab's überlebt, Leute. Holy shit. Was ist das? Wieso kriege ich so wenig Specials bei dem und überlebt das trotzdem? Das ist doch... Irgendwas korreliert hier stark miteinander, ne? Oder habe ich einfach... Ich habe das schon ein, zwei Mal in meinen Let's Plays gesagt. Ich wage auch zu behaupten, dass ich nachts besser spielen kann. Dass ich da tatsächlich bessere Reflexe habe, weil ich das alles nicht so... nicht so ernst nehme, sage ich mal. Also ich bin nicht wirklich besser, sondern ich setze mich einfach weniger unter Druck. Ich denke mir so, ach scheiß drauf, mach jetzt irgendwie Kack-Videos. Mir doch egal, ob sie gut sind oder nicht, ja. Also weil mein Gehirn schon mehr oder weniger ausgeschaltet ist. Naja, mehr oder weniger tatsächlich. Jedenfalls, ja, dort erhaltet ihr vor allen anderen Informationen. Also ihr könntet, wenn ihr mich jetzt bei Telegram abonniert, jetzt schon sehen, was in nächster Zeit so kommt. Wobei ich da auch fairerweise sagen muss, dass ich da noch versuche, so ein Perfektionismus reinzubringen. Also beispielsweise, lasst mich das mal so aufrollen. Ich biete da hinter den Kulissen Kram an und beim allerersten Let's Play hatte ich das beispielsweise so gemacht, dass ich das komplette Let's Play in ein Best-of verwandelt habe. Also das erste, was ich da hochgeladen hatte, war ja Ape Escape 2. Das war so ein Let's Play, das ging irgendwie 66 Parts lang oder so. Und ich habe da tatsächlich alle Szenen, die ich lustig fand... Ups, okay, da hatte ich kurz Lags, rausgeschnitten. Und war dann tatsächlich so bei 3,5 Stunden oder so. Und dann bei den nächsten Let's Plays habe ich dann so geschaut, dass ich da irgendwie 10 Minuten draus mache und so. Ich versuche da noch so einen perfekten Weg zu finden, aber es geht halt am Ende wirklich nur noch darum herauszufinden, okay, ist der Raven jetzt Jesus oder ist er Gott? Ja, also so oder so bin ich trotzdem immer noch der produktivste Let's Player Deutschlands, ist halt einfach so. Und manchmal habe ich auch einfach so, ups, oh, dann passiert dir sowas Dummes. Manchmal habe ich dann auch natürlich Tage, wo ich nichts mache, weil es ist nicht so geil, wenn du der produktivste Let's Player Deutschlands bist und dann jeden Tag irgendwie ein, zwei Abos verlierst, weil die Leute mit deiner Übergeilheit überfordert sind. Ja, ist halt so. Manch einer wird sich jetzt denken, ja, übertreib mal nicht oder du machst nur Spaß oder nein, ich mein's ernst. Da lade ich einfach fucking 40, 50 Videos mit einem Mal hoch und dann verliere ich 3 Abonnenten. Wisst ihr, was das für ein komisches, asoziales Holocaust-Gefühl ist? Und dann versuche mal wirklich motiviert zu bleiben, ja? Zumal ich ja schon fast 9 Jahre Let's Player. Also, das ist wirklich krass. Jedenfalls, im besten Fall kriegt ihr da Behind-the-Scenes-Kram. Mir ist es ehrlich gesagt wichtiger, mein Versprechen eines wöchentlichen Let's Plays zu halten, als da Best-of-Kram zu bieten. Aber im besten Fall mache ich natürlich alles. Und ich mache da auch jeden Tag mindestens eine Sprachnachricht. Also vorgestern war beispielsweise so ein Tag, wo ich mich spontan dazu entschlossen habe, diese ganzen PlayStation 5 Trailer auseinanderzunehmen. Also da gab es ja letztens diese PS5. Ups, ja, ich habe aber Kreis gedrückt, aber es war anscheinend eine Sekunde zu spät, eine halbe. Letztens kam ja so dieses Reveal, also die Veröffentlichung der PlayStation 5 und welche Spiele da so kommen, ne, Oddworld, Resident Evil 8, Spider-Man 2, also 2 in Anführungsstrichen, ne, und so. Und da habe ich mich dann spontan ein, zwei Stunden hingesetzt und habe wirklich da zu jedem irgendwie so eine 15- bis 30-minütige Sprachnachricht gemacht. So, das war mein erstes Continue, geht klar, würde ich mal sagen. Also, oder auch generell, wenn mir irgendwas passiert. Ne, ich mache da Sprachnachrichten, ich schaue mir andere Videos an, gebe dazu meinen Kommentar. Also, es ist auch ganz ehrlich ein halber Reaction-Kanal. Ne, nur, dass ihr mich da nicht seht und so. Aber ich reg mich da auch sehr, sehr gerne halt über Leute auf, die meiner Meinung nach Scheiße erzählen und so, LeFloid und im Allgemeinen die Tagesschau und wie sie alle heißen, ne? Also das ist wirklich
ein richtiger krasser Zweitkanal. Wenn man all diesen Content, diese Sprachnachrichten, die ich dort abliefer, wenn man die alle zusammenzählt, würde man auch auf 500 Videos oder so kommen. Also es ist echt heftig, weil ich halt einfach auch oft einen Redefluss habe, und in der Vergangenheit war es immer so, dass ich mir so dachte, ich will jetzt spontan drüber reden und nicht ein Video draus machen, weil wenn man da ein Video draus machen will, muss man das natürlich dann wieder schneiden. Gut, schneiden ist jetzt nicht so viel, nur bei mir ist es halt immer so, dass ich mir alles dann noch immer selber anschaue, bevor ich es veröffentliche und so, und also ich mache da einen dritten Weltkrieg draus quasi, beziehungsweise einen vierten, weil wir sind ja gerade im dritten Weltkrieg. Naja, und bei so einer Sprachnachricht, ihr kennt das ja, jeder von uns hat schon mal mindestens eine Sprachnachricht abgeschickt, du redest einfach und dann wird's abgeschickt, ja. Ich kontrolliere es trotzdem nochmal, also was heißt kontrollieren, ich höre es mir dann nochmal an, für den Fall, dass ich irgendwas vergessen habe oder so, damit ich dann noch eine Sprachnachricht hinterherfeuern kann. Habe ich auch schon 500 Mal auf diesem Kanal gemacht, dann fiel mir noch was ein und noch was. Aber Moment, bevor wir weiterreden, möchte ich anmerken, dass ich doch jetzt mal nach Panama gehe, weil ich die ersten 3 Folgen kontrolliert hatte und gemerkt habe, dass das gar nicht so schlimm war. Ja? Es war nur beim ersten Mal bin ich nicht durchgekommen und dann hat man halt geguckt, die Fehler gesucht, und ich habe es dann aus unbekannten Gründen auf Panama geschoben, aber so schlimm war das gar nicht. Ja? Solange ich nicht im Panama-Knast lande, ist doch alles gut. Und das war wieder richtig dumm, ey. Aber diese blauen Dinger, die kommen mir gar nicht bekannt vor. Aber okay. Ich glaube schon minimal, dass die Stages minimal anders sind, je nachdem, mit welchem Fahrzeug du rumgurkst. Spontan ist es übrigens hier mein Lieblingsfahrzeug, aber gut, das habe ich schon öfter gesagt. Dann ist es ja richtig nach hinten losgegangen. Jetzt fällt mir auch ein, welchen Witz ich noch am Anfang der Folge bringen wollte, aber ich hatte halt zu sehr Respekt vor der Uhrzeit, deswegen habe ich es vergessen. Ich wollte noch sagen, ich bin mir sicher, dass ich dieses Thema hier locker bei diesem Spiel äußern kann, weil ich es ja mittlerweile quasi schon auf Autopilot habe und so, wollte ich einen Witz draus machen, weil wir ja wirklich fliegen, wir sind ja Piloten und so, haha. Naja, wenigstens ist es mir jetzt noch eingefallen mitten in der Folge. Herzlichen Glückwunsch. Andere Leute würden jetzt die Aufnahme nochmal komplett starten, nur damit sie diesen Witz bringen können. Aber hier kommt ja alles spontan, wie ihr wisst. Jedenfalls, da hatte ich zu viel Respekt, aber es sind ja auch so ein bisschen Lenkerketten, wie man sieht. Bin ich jetzt schon am Ende? Nee, ne? Noch nicht ganz. Da hat es ein bisschen geleckt. Aber es ist okay, ich starte. Ich resette mein Aufnahmeprogramm eh immer nach jeder Stage. Ach ja, genau, die machen nur dumm Licht, ne? Aber es ist nicht wirklich so, dass die mir Schaden damit machen. Ja, also schaut es euch auf jeden Fall an. Ich zeige doch immer meine Schnittprogramme und so weiter, also wie ich die Folgen bearbeitet habe und so. Man sagt ja immer gerne, Let's Player haben mit den einfachsten Job, weil sie ja nur ihre Dateien zusammenwursteln müssen und auf Rendern klicken müssen. Das stimmt so nicht. Klar kann man machen, aber man kann sich tatsächlich auch minimal Mühe geben. Oder man ist halt komplett geistig durch wie ich und gibt dann einfach mal 300%. Und da seht ihr dann nochmal die Screenshot-tastischen Beweise, dass ich der produktivste Let's Player Deutschlands bin. Hususus. Und ja, denkt mal wirklich drüber nach. Es ist ja auch alles kostenlos und so, macht ein bisschen Mundfasching, Mundwerbung für mich. Schreibt ein paar Kommentare und dann passt das, würde ich mal sagen. Ja, sonst noch irgendwas? Ja, das war's im Grunde mit dem, was ich halt für diese Folge abarbeiten wollte. Wir schauen mal, wie weit wir es hier noch bringen können. Und momentan, naja, also es gab ja auch schon Fahrer, Piloten, die ich mit 4 Continues zum Ende gebracht habe. Also von daher, schaut euch das an, wie göttlich, oh mein Gott. Oh mein, okay, ja, das ließ sich jetzt nun wirklich nicht verhindern. Aber es scheint ja keine Stage zu sein, die ich nochmal spielen muss. Das ist Stage 6 oder so, ne? Oh, oh, kommt schon, die letzte war jetzt verschwenderisch. Ich glaube, das war Stage 6. Ja, fuck. The Ural Mountains. Was ist das jetzt für ein Käse? Das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, neu, ne? Liegt also an meinem netten Charakter, schätzungsweise. Also kann man das vielleicht so verstehen, dass, naja, nee, stimmt nicht, auch nicht so ganz, ne? Aber, also, die
Mosk, Panama und das andere Hawaii, was ich da hatte, das ist immer gleich, aber ja, was weiß ich, zwischendurch kommt dann doch noch eine neue Stage. Vielleicht liegt es auch minimal daran, wie ich jetzt gespielt habe. Also je nachdem ist diese Stage, wenn sie denn schwer ist, ein Kompliment, weil sie mir sagen will, dass ich es mir verdient habe, oder sie ist richtig leicht und will mir damit sagen, dass ich richtig behindert gespielt habe. Ich fand es jetzt eher so semi-50-50, wie ich mich da in Panama Land geschlagen habe. Ich meine, ich bin da wirklich super göttlich ausgewichen bei diesem Boss, aber er hat mich letzten Endes dann doch zweimal gekriegt. Die Frage ist halt nur, wie das Spiel das dann rechnet. Sagt sich das Spiel dann, ja, der hat halt wirklich gut, ist wirklich gut ausgewichen, oder geht er einfach nach Toten? Weil dann würde ich sagen, war das eher so semi, ui. Was bist denn du schon wieder für ein Kollege hier? Das erinnert mich spontan so ein bisschen an Russland, an Moskau. Es sind schon wieder hier viele Fahrzeuge, die einfach nicht kaputt gehen wollen, hä? Mann, 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 ey. Jetzt kommen wieder so ein paar kleine. Aber das ist super geil, ne? Dieses Rumgewusel auf dem Bildschirm. Weil ich ja eben auch vor der Aufnahme 2-3 Stunden Command & Conquer Let's Play geschaut habe bei den Rocket Beans. Oh, das ist so geil, diese alten Spiele, wo dann so viel auf dem Bild wuselt. So schön, so viel kleines Gesöcks. Und du penetrierst sie alle, beziehungsweise kommandierst sie alle. Ah, das ist schon doch ein bisschen hart hier, ne? Da muss man auch wieder so schauen, was greift man jetzt genau an. Ja. Ich muss halt mehr nach oben gehen. Ich meine, das ist... ja, danke dafür. Das ist jetzt ausnahmsweise mal auch wieder so ein... Ja, dazwischen schießen. Diese beiden hier rechts und links, die haben mich so ein bisschen aufgehalten, aber da passt schon. Das war jetzt mal ausnahmsweise ein Gegner, der mir nicht... Waren wir schon in Mexiko? Ich bin mir nicht sicher. Lass mal nach Mexiko gehen. Ein Gegner, der mir nicht ins Gesicht geflogen ist. Dementsprechend konnte ich natürlich etwas mehr nach vorne gehen und da so ein bisschen taktieren, ne? Es kann sein, dass wir das schon mal gesehen haben. Ich warte ja immer noch auf eine bestimmte Stage, auf eine bestimmte Final Stage, die ich damals gesehen habe und auch in diesem YouTube-Video gesehen habe, die aber bei uns tatsächlich nicht vorkam. 3 Continues mittlerweile, gleich sogar bei 2. Das heißt, es ist auch, wenn sich's wieder mal so anfühlt, wie es fast immer der Fall ist, nicht der beste Versuch. Aber was ist mit denen verkehrt? Sieht irgendwie komplett behindert aus, da dieses, wie nennt man das, Kotflügel? Ne, das sagt man das nicht bei Autos so? Ich bin mir nicht sicher. Okay, jetzt halten wir an. Da kommen wieder schöne Panzerleinis. Ist wieder ein fetter. Ja, manchmal muss man auch einfach ausweichen und akzeptieren, dass man sie nicht kaputt kriegt, hä? Okay, 4-4-4-4-4. Einfach schön von links nach rechts. KR steht wahrscheinlich für Korean, wobei, nee, die koreanischen Typis haben doch keine solche Buchstaben. Ach so, ja. Ja, das ist natürlich bitter, ne? Da hätte ich mich direkt penetrieren lassen sollen. Ich vergaß, das ist ja wieder so eine Stage, ey. Dann sollte ich es jetzt aber auch wieder dorthin schaffen ohne Probleme. Wobei, jetzt habe ich halt das Problem, dass ich keine Power-Ups habe. Ja, okay, minimal besser, danke dafür. Ah, komm schon, Leute, wenn wir es mit dem nicht so feine Stage schaffen, dann weiß ich auch nicht. So einfach, ja, einfach irgendwas machen, was nicht nochmal dasselbe machen wie eben. Das war nicht so gut, tatsächlich. Oh, schön einsam. Da war ja noch was am Leben. Das hätte mich doch beinahe penetriert, oder? Wobei es ja auch nicht immer der Fall ist. So, man muss dann noch schon daran denken, dass es hier Ebenenunterschiede gibt. Auch wenn es nicht immer ersichtlich ist, wie beispielsweise das hier. Da fliege ich ja drüber, da kann ich jetzt nicht gegens Haus knallen. So, den Panzer sicherheitshalber auch noch penetrieren. Nicht, dass der sich mal spontan überlegt, nach hinten zu schießen. Ah, da finde ich, gehen die Kugeln wieder so ein bisschen in den Hintergrund über, so von den Farben her. Die denken sich auch so, hahaha, schieß uns mal ab. Das wird dir bestimmt gut tun, weil da 35.000 Kugeln rauskommen. Okay, so. Mexiko, ernsthaft? Ich wusste gar nicht, dass in Mexiko Pyramiden stehen, aber ja, was weiß ich, kann schon sein, ne?
Zwei Leben haben wir. Treffen kann ich noch nichts. Der wollte einen dramaturgischen Effekt hier erzeugen. Ja, ja, okay, okay. Das ist okay. Das, naja. Das ist wieder so. Oh. So schnell halt, ne? So fucking schnell. Puff. Komm schon, er ist gleich tot. Er ist gleich tot. Oh nein, dein Ernst. Ja, nee, das werde ich wieder nicht schaffen. Die Alternative war ja tatsächlich Moss. Wobei, nee, warte, ein Credit habe ich. Hatte ich nicht eben. Ich dachte, ich hätte eben schon eins. Ja, das Dumme ist ja, dass ich hier, glaube ich, auch einmal richtig dumm verreckt bin, ne? Moskau war die Alternative. Nicht so die gute Alternative, würde ich sagen, ne? Gut, vielleicht hätten wir doch mit ihm hier nicht nach Panama gehen sollen. Weil das ist so die Frage, was war denn die Alternative zu Panama? War, glaube ich, immer Hawaii, ne? Und danach bin ich mir nicht sicher. Vielleicht hätten wir da nochmal was anderes bekommen. Ja, schon wieder, ja, die haben mich schon wieder so in die Enge getrieben. Man muss sie direkt, wenn sie reinkommen, penetrieren oder sie erst gar nicht reinkommen lassen. Ich überlege gerade, wenn ich die Wahl habe, wie würde denn mein Traumfahrzeug aussehen? Also was heißt aussehen? Was müsste der denn können? Naja, es wäre irgendwie schon geil, wenn wir noch minimal schneller sein können, wobei schneller auch nicht immer gut ist. Ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso ich so gut ausweichen konnte, weil er war nicht zu schnell und auch nicht zu langsam. Also es kann ja, wenn du zu schnell bist, kann es ja beispielsweise auch sein, dass du dann, du willst ausweichen und bist dann aber so schnell, dass du in andere Projektile reinfliegst. Naja. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich mag mich da nicht beschweren. Weil, wie gesagt, das ist ja auch hart und ich weiß nicht, Leute. Es gab schon Flugzeuge, die mir zu langsam waren. Aber die hatten dann wiederum den Vorteil, dass sie halt stark waren. Also, ich weiß auch nicht. Ich kann mich da nicht so hundertprozentig beschweren. Auf jeden Fall müssen wir da schauen. Der schießt erstmal nach vorne, ne? Schießt krass nach vorne. Ja, und das ist schwierig, sage ich mal. Schwierig. So. Das geht. Dann mache ich immer so seitlich. Aber gleich schießt er. Gleich macht er doch wieder genau da. Er. Ja. Oh, ich habe ja noch ein Leben. Okay, baller, baller, baller mit etwas Glück. Mit etwas Glück. Ja, okay. Puh. Naja, wenigstens können wir jetzt mal sehen, was passiert, ne? Another Dimension. Die andere Dimension. Weiß nicht, ob wir die schon hatten. Oder ob das die andere Dimension. Okay, ich glaube, das ist es. Wir haben es auf jeden Fall noch nicht gesehen, ne? Und wir werden es wahrscheinlich auch nicht weitersehen. Es war jetzt klar, es war nur ein Leben. Aber man hätte dieses eine Leben ja schon mal wirklich für so ein bisschen Testphase nutzen können. Es ist halt doof, weil das mir Gegner am Anfang zu geben, die ich ohne Power-Ups nicht penetrieren kann, ist nicht so nett. Ja? Aber wenn weiter nichts kommt... Ah ja, willst du nicht gleich auf meiner Nase parken? Wie sieht's denn aus? Das wäre doch mal was, oder? Ja, das ist auf jeden Fall die Stage, die ich damals gespielt habe und die ich auch auf YouTube gesehen habe. Und ich habe gesehen, dass der auf YouTube, der wahrscheinlich auf normal gespielt hat oder so, locker 10 Minuten geführt an diesem Boss saß und bestimmt 8 Leben verschwendet hat. Weil es ja, glaube ich, auch... Das war es aber schon. Da ist er auch. Also, ich würde trotzdem sagen, dass das das angenehmste letzte Level ist, was man sich auch verdient, nachdem man die anderen, die letzte Stage war ja jetzt richtig kacknervig und so. Oh, auf die Fliege habe ich jetzt nicht geachtet, schade. Es ist angenehmer, weil du keinen nervigen Zwischenboss hast. Aber ja, am Ende des Tages bringt uns das trotzdem nicht weiter. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich glaube, ich hatte irgendeinen schönen Faden. Also sonst habt ihr mich immer länger da gelassen, wahrscheinlich, weil ich keinen Highscore erzählt habe, ne? Ja. Ah ja, bei... Hatte ich das gesagt? Wir können das ja jetzt mal eben machen, wenn ich jetzt auf normal stelle. Ja, 9? Okay. Unendlich. Ich dachte, es wären mindestens 12 oder so. 6 Credits, 9. Aber ich glaube, dass wir hier mehr Leben haben. Wir gehen jetzt mal einfach mal kurz nochmal rein. Schau mal ganz kurz. Nee, auch 3. Okay.
Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich da gesehen habe. Vielleicht habe ich mich auch verguckt. Oder man hat bei dem normalen Schwierigkeitsgrad die Möglichkeit, man muss dann nicht bei den letzten Leveln das komplette Level nochmal neu machen. Das kann auch sein, was weiß ich. Ja, ne, also wieder mal leider ein Fehlschlag, aber ich kann zumindest schon mal guten Gewissens sagen, dass wir, glaube ich, alles gesehen haben. Ich kann ja nochmal auf die Verpackung gucken. Moment, gucken, ob ich rankomme mit meinem Headset. Hauptsache, man hat die Verpackung zu Hause. So, denn hier steht 10 verschiedene Sonic-Charaktere und 20 Kampfflugzeuge. Das verstehe ich nicht hundertprozentig, wie du 20 Kampfflug. Stimmt, ich glaube, irgendwas konnte man noch freischalten. Das wäre ja übel, ey. Dazu müsste man bestimmt mindestens einmal das Spiel durchspielen. Das werden wir uns dann wohl ergoogeln müssen. 18 explosive Spielabschnitte. Ja, ich glaube, dass wir so rund um die 18 gesehen haben. Naja, wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Aber gut, ich rede so, als wäre ich jetzt fertig. Das bin ich natürlich noch nicht. Aber fertig bin ich definitiv mit dieser Folge, mehr oder weniger. Wie gesagt, denkt mal drüber nach. Schaut auf meinem Telegram-Channel vorbei, wo ihr begutachten könnt, was so in nächster Zeit passiert. Und da habe ich beispielsweise auch schon etwas angesprochen, was ich auch für die nächste Folge für euch jetzt parat habe. Wobei ich die Geschichte hier wiederum mehr oder weniger beenden werde, was ich dann auf Telegram nicht machen werde. Also ihr seht, man braucht im besten Fall alle Plattformen, beziehungsweise lasst es mich vernünftiger sagen, hier kommt jeder auf seine Kosten. Also auch Leute, die da exklusiv auf meinem Telegram-Channel sind, kriegen auch nicht alles mit und müssen auch ab und zu mal ein Let's Play schauen. Das war jetzt nicht so geplant, aber ich wollte ja jetzt aufnehmen und wollte gleichzeitig diese Geschichte erzählen. Da dachte ich mir, ja, da kann ich das auch direkt im Let's Play machen, oder? Also, ich bin ja kein Fan von solchen Spastis, die dann immer so sagen, ja, wenn ihr auf meinem Instagram-Profil vorbeischaut und auf meinem Twitter und so, bla und Keks und blubdiblub und so, ne? Ich bin eher so der Meinung, man sollte das dann schon auf eine Plattform packen, weil ihr habt mich ja hier auf YouTube abonniert. Ihr seid ja nicht hier wegen irgendwelchen Kack-Instagram-Pics von mir oder so. Aber ja, ne, der Telegram-Club von mir ist halt ein VIP-Club und man geht ja auch so mehr oder weniger davon aus, dass von den 290 Leuten, wenn da zwei, drei auf deinen Telegram-Channel kommen, dass das dann auch die sind, die sich wirklich komplett für dich interessieren und dann dementsprechend sowieso automatisch eigentlich jedes Let's Play schauen müssten oder die meisten. Aber das ist eben auch nicht so der Fall. Und von daher, ja, hier kommt einfach jeder auf seine Kosten und ich kann euch natürlich nur empfehlen, im besten Fall beides im Auge zu behalten. Ich beschrifte auch in den meisten Fällen die Sprachnachricht. Das heißt, ihr seht dann, worum es geht. Und dann könnt ihr natürlich selber entscheiden, so will ich mir die Sprachnachricht jetzt anhören oder doch nicht oder ja, doch, ja. Also es ist ja nicht alles so unglaublich verschachtelt, dass man jetzt überhaupt gar nicht weiß, was Phase ist. Von daher, ich muss gerade selber beim Reden so nachdenken. Ist es fair, was ich jetzt mache? Was ist schon fair im Leben, ganz ehrlich? Und so ungerecht, wie die Welt zu mir war, wie ihr zu mir da draußen seid, kann ich auch alle 500 Jahre mal was Böses tun, in Anführungsstrichen. Von daher, ja, so sehe ich das. Was ihr mit den Informationen macht, ist ja letzten Endes eure Sache. Und dann würde ich mal sagen, sieht man sich dann, ja, in der nächsten Folge wieder mit dem nächsten Versuch. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir werden es irgendwie schaffen. Wobei ich ehrlich gesagt jetzt schon wieder so ein bisschen Schiss habe, selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad potenziell verkacken zu können. Weil ich ernsthaft davon ausgegangen bin, dass ich mehr Leben gleichzeitig habe.
Scheiß mal auf die Continues. Ich dachte, ich hätte 5 Leben gleichzeitig oder so. Ich hoffe, dass sie da noch tatsächlich weniger schießen, weil ansonsten schaffe ich es vielleicht noch nicht mal auf normal. Das wäre es ja dann. Also das ist wirklich meine größte Angst in diesem Let's Play, dass ich es dann nachher wirklich nicht mal auf normal schaffe. Das wäre wirklich echt bitter. Aber ich werde es versuchen. Ich möchte im besten Fall jedes Level nochmal, wobei nicht jedes haben wir. Wir haben auf Hard schon viele geschafft, aber jedes finale Level möchte ich einmal geschafft haben, damit wir das auch wirklich komplett mal gesehen haben. Ja, ich weiß, dass es, man merkt, wie meine Ambitionen sinken. Am Anfang habe ich noch gesagt, glücklicherweise ist es auch so geil, ne? Ich dachte mir eine Zeit lang, das hatte ich selber falsch abgespeichert, dass ich im Let's Play gesagt habe, ich möchte mit jedem Charakter auf Hard mindestens einmal durchgespielt haben. Und dann dachte ich mir im Nachhinein in den nächsten Folgen mal so, Alter, nein, das hast du nicht wirklich gesagt, oder? Und dann habe ich circa vor 24 Stunden dann die ersten 3 Folgen kontrolliert und dann kam die Stelle und ich habe in Wirklichkeit gesagt, ich möchte mit jedem Charakter, oder aber habe ich das so gesagt? Ich glaube schon, mit jedem Charakter mindestens einmal durchgeballert haben. Nee, oder ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall nicht gesagt, dass es explizit auf hart sein muss. Und das hat mich wiederum beruhigt. Da dachte ich mir so, yes, ja, geil. Zum Glück hast du das so formuliert. Ja, ich weiß nicht, ob wir es wirklich nochmal mit jedem schaffen müssen. Ob euch das wichtig ist, weil ihr merkt ja, dass sich viele Level letzten Endes wiederholen. Von daher sage ich erstmal, wir schauen, dass wir jeden Bleppo einmal besiegt haben, jede finale Stage. Aktuell sind es 3, mehr habe ich noch nicht gesehen, mehr sind es wahrscheinlich auch nicht. Und dann schauen wir mal, wie viel Lust ich noch habe und wie viel ihr noch habt. Notfalls kann man ja auch immer wieder neue Folgen machen. Also ist ja nicht so, das Spiel explodiert ja nicht, nachdem ich es Let's Played habe. Also wenn da jemand wirklich noch Bock hat und der Meinung ist, er möchte noch mehr von diesem Let's Play sehen oder so, dann schreibt es mir runter und dann mache ich für euch noch ein paar extra Folgen, ganz klar. Nur für euch, ja? Nur für dich da draußen, Zuschauer, Leini, ganz privat. Wir gehen dann in einen privaten Voice-Chat hinter der Gasse, ja? Aber auch nur, wenn ihr weiblich seid. Ja? Ansonsten können wir ja nicht nach diesem Let's Play die Dinge tun, die man potenziell tun könnte. Nein, Spaß, aber ne, ihr versteht mich. Ihr versteht mich. Von daher, ja. Wie war das? Ich mache mir weniger Gedanken in der Nacht. Wenn man da erstmal einmal wirklich das Gehirn dann tatsächlich wieder einschaltet, dann nimmt es auch wieder kein Ende, ne? Von daher würde ich mal sagen, bevor ich jetzt komplett eskaliere und wirklich noch ein schlechtes Gewissen kriege, dass ich euch potenziell hier nicht alles vom Spiel am Ende des Tages gezeigt, geboten habe, beende ich jetzt mal die Folge und man sieht sich denn dann irgendwann später wieder, wenn ihr denn mögt. Wenn nicht, dann ja, dann Pech gehabt. De-Abo ist raus, Anzeige ist raus und dann, ja, weiß ich auch nicht weiter. von welchen De-Abo reden wir jetzt? Dass ihr mich deabonniert oder dass ich euch deabonniere? Ja, pass auf. Wenn ihr keinen Bock mehr auf mich habt, dann gehe ich persönlich auf euren Kanal, abonniere euch, nur um euch dann später wieder zu deabonnieren. Ja, dann habe ich es euch richtig gezeigt, Leute. Aber mal so richtig. Ja. Tschüss.